immer dabei helfen, aber dabei ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, welcher Kribbitz am geeignetsten ist oder ob man eine gute Kombination aus Krippen machen kann, zum Beispiel eben eine optimale Hilfe geben kann. Sollt ihr auch bedenken, bei welcher Sicherung ihr euch wirklich am sichersten fühlt. Ja, es kann eben auch sein, dass es nicht bei jedem gleich ist und das wollen wir eben gleich gemeinsam besprechen. Deshalb sollt ihr auf solche Sachen unbedingt achten. Ihr habt jetzt gleich die Übungsphase und da sollt ihr bitte an ein Gerät gehen. Dort Übungen ausprobiert mit dem richtigen Griff und sobald eure Übung beendet ist, könnt ihr dann zum nächsten Gerät gehen.